Ich weiß es selber nicht, warum man gleich von Liebe spricht. Wenn man in meiner Nähe ist, in meine Augen schaut und meine Hände küsst. Dieser wunderbare Gesang, der wird gesungen von Katharina Susewind und von Eileen Winzenburg. Das sind zwei Sopranistinnen. Und ich bin Dorothee Veitsma und wir drei sind das Team von Ophelia. Die Besonderheit unserer Balkonette, dass wir auf vielen Balkonen eines Hauses über die Balkone hinweg singen und spielen. Und da ist es dann auch nochmal besonders, dass die Bewohner des Hauses ebenso wie auch die Bewohner des Kiezes einbezogen werden. Die Bewohner des Kiezes sind unterschiedlichster Herkunft. Das ist einmal kulturell, aber auch von ihrem Status. Und über dieses Miteinander-Spielen entwickelt sich eine neue Form der Toleranz. Das Ziel ist letzten Endes, die Hochkultur der Musik aus den Opernhäusern heraus zur Bevölkerung zu bringen. Also die Musik geht zu den Menschen. Das Ganze findet in Neukölln auf dem Herfurtplatz statt. Wir haben letzten Endes auch vor, die Balkonette einzubinden in ein Straßenfest. Dort werden an Marktständen internationale Speisen kredenzt. Wir haben schon einige Institutionen gewinnen können, die auch in diesem Kiez unterwegs sind, die uns unterstützen. Und was halt auch für mich nochmal ganz und für uns wichtig ist, ist, dass wir die Bezirksbürgermeisterin von Neukölln als Schirmherrin gewinnen konnten. Und das ist für mich schon ein gutes Zeichen. Wir brauchen Sponsoren und Unterstützer, die uns auf der einen Seite finanziell unterstützen, aber auf der anderen Seite auch wirklich durch Arbeitsleistungen, wie beispielsweise den Aufbau. Und wir brauchen auch Sachmittel, wie zum Beispiel die Technik. Auf der einen Seite wird der Sponsor natürlich in unser Marketingkonzept mit einbezogen, und zwar auf allen Kanälen, die wir nutzen wollen. Und auf der anderen Seite auch die neue Form des kulturellen Miteinanders durch die Musik. Und auf diese Weise erreicht der Sponsor letzten Endes auch nochmal die Bevölkerung.